Oh nein, ja, ich fliege. Nein, nein, nein. Lass mich. Es war da drüben der ne? Ich bin links auf der Seite. Okay. Links hinten. Ja. Ist das ich werde auch gesaugt. Ich werde auch gesaugt. Moinsen, wir sind gerade hier bei, wie heißt er nochmal? Merrick. Den haben wir gerade gefunden, nachdem jetzt das Update kam, das neue Sea of Thieves Update. The Hungering Deep. Und den haben wir jetzt hier auf Shark Tooth Bay. Oh nein! Nicht mit den Dingern. Ich will's nur, ist alles gut. So, okay. Genau, den haben wir jetzt gefunden, weil der gibt uns jetzt höchstwahrscheinlich die neuen Instrumente. Und ich spreche jetzt einfach mal Glauben mit dem. Wir mal. Glauben wir zumindest, weil er hat eine Trommel und ich meine, die Trommel soll eins der neuen Instrumente sein. Ich dachte, der Typ aus dem Trailer. Bist du hier, um den alten Merrick bei einem Lied zu lauschen? Tja, ich hab mich zur Ruhe gesetzt. Und so nüchtern wie jetzt war ich seit Wochen nicht mehr. Ich auch nicht. Und wenn mich nur noch eine Person fragt, wie ich meine Beine verloren habe. Wie hast du deine Beine verloren, Merrick? Hast du noch mehr Geschichten? Hast du ein paar Seemannslieder? Du scheinst mir ausgesprochen skelettlos. Ja, ich höre doch um uns rum gerade Skelette. Was soll ich denn machen? Hast du noch mehr Geschichten? Hast du ein paar Seemannslieder? Ich frage ihn mal, ob er Seemannslieder... Obwohl, nee, Moment. Moment, Seemannslieder? Sind das vielleicht die neuen Shanties? Falls welche drin sind? Ich weiß es nicht. Ich bin doch kein Zirkusaffe, sagt er. In letzter Zeit macht mich das Spielen etwas nervös. Ich frage ihn mal, wie er seine Beine verloren hat. Sehr witzig. Du willst meine Geschichte hören? Lies meine Logbücher. Eins ist auf dieser Insel beim Gratfelsen in der Lagune. Aber sei vorsichtig da draußen. Für mein neuestes Seemannslied habe ich mich von den Schriften der Stämme inspirieren lassen, die hier einst lebten. Sie beteten eine große Bestie an, den Hungernden. Suche ihn nicht. Ich kam nicht gegen ihn an und das wirst du auch nicht. Ein größeres Boot kann ich dir nicht geben, aber ich kann dir das hier geben. Ein bigger boat, okay. Damit lassen sich andere Schiffe leichter versenken. So allein ist es da draußen gefährlich. Okay, ich habe jetzt bekommen... The Hungering Deep beginnt. Aha. Ja gut. Jetzt sind wir wahrscheinlich Frischfleisch oder so. Ja, wahrscheinlich, ne? Okay, also jetzt haben wir jetzt das... Schon was? Ja, ich hab tatsächlich, wenn ich jetzt hier Q gedrückt halte, F. Stimmt, warte mal, ich hab hier auch irgendwas. Was ist denn das? Großmaulsprachrohr. Großmaulsprachrohr, ja, hab ich auch gekriegt. Aber wie kann ich das jetzt nehmen? Damit, das ist bestimmt so ein Megafon. Ja, und jetzt? Weiß ich nicht. Was kann ich? Ich glaube, man müsste dafür den Ingame-Voice schon anmachen. Stimmt, das kann sein, ja. Wir können auch einfach die Tröten so aneinander halten. Wie sieht das jetzt von außen aus, frage ich mich, ey. Ich weiß nicht. Müsste jetzt noch ein Dritter hier sein, bei dem wir das testen können. Hier, warte mal, wenn ich mich hier vor Ihnen stelle, sieht bestimmt auch lustig aus. Ja. Hallo. Hallo. Kannst du mich hören? Sprich zu dem Trichter. Sehr schön. Weiß nicht mal, wie der Ingame-Voice-Chat nochmal geht. Hey, die Flasche ist ja leer, das ist Betrug. Ich kann ja gar nicht draus trinken. Soll ich nochmal mit ihm reden? Du scheinst mir ausgesprochen skelettlos. Es stimmt, zuerst dachte ich, sie haben Mitleid mit mir, nachdem ich dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen bin. Jetzt habe ich zwei übersprungen, scheiße, egal. Aber ich glaube, wir haben das jetzt getriggert, oder? Hast du noch mehr Geschichten? Etwas über Seeungeheuer? Oder als ich einen Kraken verjagt habe, mit nichts als einer gewaltigen Vorstellung meinerseits? Meine Crew ist mit der Bestie kollidiert, nachdem wir für diesen miesen Handelsbund gearbeitet haben. Ja, der ist wirklich mies. Wir waren dem Untergang geweiht, der Krake war wütend. Doch dann hatte ich einen Geistesblitz. Ich trommelte wie nie zuvor. Ein mitreißendes Kriegslied. Ah, dieser schleimige Tintenfisch ist vor Angst geflohen. Und nein, nicht, weil ich so schlecht gespielt habe. Ich frage mich, ob es daran lag, dass... Ja, okay, bist du hier? Okay, jetzt hat er einfach abgebrochen. Etwas über deine Verletzung. Gute Idee, ich habe eine wahre Horrorgeschichte... Für die, wie ich mein Auge verloren habe. Ich war auf dem Black Sand Atoll in the Wilds. Aus dem Nichts stürzte eine riesige, furchteinflößende, wahnsinnige Bestie herab und riss mir mein Auge heraus. Einfach so. Was es war? Tja, es war ein Papagei. Lacht nicht, ein Papagei. Ist nicht witzig, wenn er dir ein Auge ausgerissen hat. Okay. Es gibt anscheinend auch Papageien. Wir müssen einen finden. Aber ich will eine Trommel haben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Warte mal, er hat doch was von so einem Log erzählt gerade.
Okay, dann suchen wir das doch mal in der Lagune, ne? Ich versuche die ganze Zeit auf M-Net zu öffnen. In der Lagune. Das Gute ist, meine lieben Freunde, wenn ich jetzt hier laufe und mich bewege und mit Push-to-Talk rede, dann habe ich nicht mehr das Problem, dass meine Sachen weggesteckt werden. Das ist auch jetzt ganz neu mit dem neuen Update. Das heißt, die haben hier die Steuerung ein bisschen verbessert. Gott sei Dank, endlich, meine lieben Freunde. Endlich! Wo ist denn vielleicht jetzt hier eine Lagune? Warte mal, wenn wir hier diesen beleuchteten Pfad folgen, ist es meistens immer da, wo Licht ist. Ist überall Licht. Weil da hinten ist so eine komische Höhle. Höhle. Stimmt, die ist auch heller leuchtet. Warte mal, hier ist ein Felsen mit einem Hai. Ah, vielleicht ist es da. Hier ist auch ein Skelett. Nimm die Waffe, nimm die Waffe, nimm die Waffe. Hier konnte ich nochmal die Waffe auswählen, Alter. Eins, zwei? Stimmt. Das ist ein bisschen her, wa? Ich komme hier nicht aus dem Wasser. Das ist echt lange her, ey, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist das Logbuch gefunden. Ja, nice. Hier wurde eins von Merricks Logbüchern zurückgelassen. Seite 26 lesen. Eine Katastrophe. Ich habe meiner Crew mein neues Seemannslied vorgespielt, inspiriert von den Notizen der alten Stämme. Ein anderes Schiff hat sogar mitgemacht. Doch der Rhythmus rief eine Kreatur herbei. Jene, die der Stamm verehrte. Es war nach wenigen Momenten vorbei. Die See war schon vorher rot, aber noch viel mehr danach. Meine Crew wurde zu Haifischfutter, meine Beine ebenso. Die letzten konnten fliehen. Ich habe mir die Kartennummer aufgeschrieben, falls ich mal so betrunken bin, dass ich sie vergesse. Der gesuchte Brief liegt mir sehr am Herzen. Hier wurde eins von Merricks Logbüchern zurückgelassen. Diesmal mal Seite 30. Oh, ich habe was bekommen. Belobigung freigeschaltet, Gütegrad 1, finde Merricks Logbücher. Ich gehe was trinken mit meinem Charme und ein paar romantischen Versen, gewinne ich meiner Lieblingswirtin schon einen Krug ab. Rotes Haar und die Haut schneeweiß, ihre Taverne ist ein illustrer Kreis. Hier lassen sich Kapitäne nieder für feuchtfröhliche Gespräche und Seemannslieder. Aha, feuchtfröhliche Gespräche, interessant. Okay. Der macht ja Sachen hier, der Knabe. Aber vielleicht müssen wir jetzt mit ihm reden. Ich laufe mal schnell zu ihm zurück und guck mal, ob ich mit ihm reden kann. Nochmal. Ob ich ihm irgendwie was geben kann oder so. Nee. Es hat sich nichts geändert. Vielleicht wieder den Kraken. Habe ich auch gehört gerade. Ich habe übrigens das Gefühl, es sind jetzt zwei komische Meeresgeräusche, die man hört. Und ich wette, das eine ist dann jetzt der Megalodon. Weil vorher dieses Stöhnen, dieses das hat es dir immer beim Anfang schon gehabt. Irgendwie ist hier doch nichts dran. Das ist einfach nur ein Durchgang. Ob man hier mit einer Schaluppe durchkommt? Ist zu eng dafür, oder? Ja, könnte knapp werden. Hier ist eine Kiste, Leute. Nimm mal mit. Schön am Ende von dem Tunnel ist eine Kiste. Auch nichts. Kann man jetzt dem Seeviech da diesem Megalodon auch begegnen, ohne ihn zu rufen? Das ist eine verdammt gute Frage. Wir sind uns halt echt nicht cool, sicher, was das angeht. Schon. Irgendwie. Ja, also ich vermute mal schon, weil so wie er das jetzt beschrieben hat, hat er ja auch gemeint, dass das Vieh einfach so auftauchen kann. Glaube ich, oder? Also, bei dem Logbuch hat er halt reingeschrieben, sobald ein zweites Schiff dabei war und dasselbe Lied gespielt hat, da kam er halt dann auch. Also, ich glaube schon, dass der einfach auch so auftauchen kann. Das wäre sonst ein bisschen witzlos, wenn der nur käme, wenn man den beschwört. Am Ende beschwört ihn ja keiner von den Spielern, weißt du, und dann kommt er nie. Das wäre irgendwie witzlos, so. Also, verschwendete Zeit, so. So ein Tier zu modellieren mit KI und hast du nicht gesehen? Das nur kommt, wenn man es ruft. Und vor allem, wenn zwei Crews gleichzeitig es rufen. Ja, genau, lass uns ein Sprengfass mit an Bord nehmen. Hervorragende Idee. Ah ja, okay. Oh, das ist aber. Das hat er richtig aufgespießt. Ah, genau, du. Das war der letzte Pixel, der noch ging. Aber kommt sowas. Neue Munition? Muss eine Banane essen. So, ich mach mal hier, ich leier mal. Leier mal. So, müssen wir jetzt eigentlich hin? Der hat doch irgendwas gesagt noch, oder nicht? Dass wir nur noch irgendwie woanders hin müssen. Oder habe ich das jetzt nicht ganz mitgeschnitten? Also er hat halt mehrere Logbücher scheinbar verteilt. Müssen wir die jetzt so manuell suchen, ohne dass wir wissen, wo wir hin müssen?
Weil da war doch jetzt auch kein Tipp gewesen kann auf der Insel. Kann sein. Also, man kann, glaube ich, auch nirgendwo nochmal nachlesen, was im Logbuch stand. Ich sehe jetzt zumindest nicht. Wie ich immer mit M die Map aufmachen will, ey. Ja, ich aber eben auch. Das ist so, wo müssen wir eigentlich hin? M drücken, M drücken, es geht nicht. Wir müssen aber echt mal ausprobieren, wie überhaupt das Sprachrohr funktioniert. Mit Voice Chat wahrscheinlich dann. Wir können ja mal zu der nächstgrößeren Insel einfach mal fahren. Das wäre die. Können wir mal gucken, ob da auch noch irgendwie vielleicht ein Logbuch ist. Mhm. Übrigens, liebe Freunde, wir haben uns jetzt Tattoos stechen lassen hier. Huh. Ja, bin ich eigentlich... Aha. Ach nee, ich habe mich angezogen, ne? Ja, du hast dich angezogen. Du bist angezogen. Aber ich warte, ich zieh mich aus. Ja, ausziehen. Alle haben nur darauf gewartet. Ja, ja. So, Moment. Man hat ja noch ein bisschen was an, wenigstens. Ja, ist nicht so wie bei Conan. So, das sollte reichen. So. Haha. Wo man sich dann fragen muss, wie viel Nudity ist eigentlich auf dem Server aktiv? Welcher Nacktheitsgrad? Ja, cool. Sag mal, hast du dich irgendwie angemalt? Du siehst irgendwie so golden aus plötzlich. Nein. Wie soll ich mich denn anmalen? Weiß ich nicht. Als Grundierungsfarbe für die Tattoos vielleicht. Keine Ahnung. Ich bin... Ja. Ich weiß nicht. Meine Hautfarbe ist halt nicht anders. Wie du über der Brust einfach mal zwei gekreuzte Pistolen hast. Über der Po-Backe hast du so zwei Kugeln. Ne, drei Kugeln sind das. Na? Ich habe einen Kompass auf der Brust. Also, auf dem Bauch. Naja, so. Wie nennt man das? Der Übergang zwischen Bauch und Brust. So. Und auch irgendwelche komischen Zeichen. Eine Insel! Ey, Moment mal, da ist ja wieder ein Spieler. Also ein Spielmacher-Mensch. Haben wir uns im Ja. Was? Wir sind wieder genau da angekommen, wo wir losgefahren sind. Wo wir gefahren sind. Wir haben ein Loch. Oh, scheiße. Ja, geil. Eine Insel. Oh, guck mal, da habe ich eine Insel. Ach, zu schön, ey. Herrlich. Das geht schon wieder gut los hier. Perfekt. Also, oh, ne? Das hätte man jetzt Hallo, aber Merrick. Auch... Das hätte man... Oh, wir haben kein Wasser im drin. Okay, alles klar. Hallo. Wir sind zurück. Oh mein ja, Gott. So schnell hat er uns nicht zurückerwartet. Wir haben uns erfolgreich im Kreis gedreht. Das ne? stimmt, ja. Wir wollten... Ankerlichten. Eigentlich doch woanders hin. So geil, ich schwenke die Kamera und plötzlich taucht diese Insel so direkt vor uns auf. Und dann sehe ich ihn am Strand stehen. Ich dachte, da ist noch einer. Ja, ich dachte mir schon, hier, das kann doch nicht sein, dass da noch einer rumsteht. Nochmal Merrick. Das wäre schon irgendwie komisch. Der zweite, das ist ein Zwilling. Ja, geil, ey. Super. Wir sind die besten Piraten der Welt. Ja. Aber das geht, das muss man mal wirklich sagen, bei der Schaluppe geht das auch voll schnell, dass man sich im Kreis dreht. Mhm. Außerdem waren wir Oder abgelenkt. Schleifenpferd. Außerdem waren wir abgelenkt, als wir auf unsere Körper gestarrt haben. Das klingt irgendwie auch komisch. Ja, das ist Zieh auch mich komisch. Mal wieder an. Ach, ich weiß nicht, bei der Wärme, da lasse ich, ich lasse meinen Körper jetzt so. Man sieht mich ja eh nicht im Video. Ich lasse meinen Körper jetzt so. Ich lasse meinen Körper jetzt entblößt. Also oben. Huch, ich laufe schon gegen Sachen hier wieder gegen. Will mich nicht hinsetzen. So, mal gucken. Fahren wir jetzt richtig? Ja. Ja, wir fahren jetzt richtig. Wie geil, wie einfach so einen kompletten Kreis. Aber auch so einen schönen... So richtig gut, ne? Ja, so einen tollen Kreis, so. Eine Insel! Oh Gott. Ja, schön. Gott sei Dank ist das fast nicht noch explodiert. Ja, das wäre eh noch gewesen, ey. Wenn das auch noch hochgegangen wäre. Der Sturm ist jetzt auch krasser geworden. Haben wir schon gemerkt. Weil der Sturm, der hat jetzt so kleine
ja, so Saugrüssel, die manchmal ins Wasser kommen. Wir wissen aber noch nicht, ob die auch Schaden machen, wenn man da reinfährt. Oder ob die nur optisch sind. Aber auf jeden Fall sieht es krasser aus, wenn man durch den Sturm fährt jetzt. Und es steuert sich auch noch schwerer als vorher. Und der Kompass dreht häufiger durch. Die Sachen, die man eh schon kannte. Aber das ist jetzt alles irgendwie nochmal krasser. Du trinkst ja gar nichts. Ich will nicht wieder gegen irgendeinen zu fahren. Auf der wir schon mal waren. Moment mal, das ist ja der Außenposten. Ah, warte. Also, das ist definitiv eine Insel, bei der, auf der wir noch nicht waren. Das heißt, da können wir gegenfahren. Vielleicht Anker, Anker. Ey, das ist jetzt viel schwerer zu steuern, wenn man besoffen ist. Das ist viel schwerer jetzt zu steuern, wenn man besoffen ist. Ohne Witz. Er fährt mit Vollgas auf die Insel zu, sagt Anker, Anker, so 3 Sekunden vorm Aufprall. Ich bin betrunken, was soll ich tun? Warte, vielleicht sollten wir den Laser stopfen. Ich gehe schon mal von Bord, ist schon alles durch, auch. Ich komme danach. Ja. Such du schon mal den Typen da. Ja, ich such die Tüten. Warte, wo sind die Tüten? Such die Tüten. Die Kotztüten, wo sind sie? Ja, genau. Wo sind denn hier die Brechtüten? Wo sind sie? Ich bin ins Feuer gelaufen. Oh Gott. Wer schießt denn da gerade? Ich habe gerade einen Schuss gehört irgendwo. Ach so. Da klettert nur einer auf unserem Boot rum. Was? Ja. Und lässt gerade den Anker hoch. Junge, sonst geht's dir gut? Ich komme, warte mal. Gehst du? Wir hatten doch noch, eine Kiste, oder? Ja, auch. Ja, geh schwimmen. Don. Warte mal. Er ist im Wasser gerade da hinten. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er denkt wahrscheinlich auch, ich bin alleine. Ja, ich schieße ihn gerade ab. Das eine ist eine Meerjungfrau da hinten. Er wurde getötet vom Haileu. Er wurde gefressen. Das ist auch okay. Ah, okay. Krake, 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 Krake. Krake? Ja, guck mal die in Richtung. Die Gallione da hinten? Ja. Wurde die gerade ernsthaft? Lol. Wie geil. Da kann man jetzt mal zugucken. Moment. Welches aber fahr nicht rein. Dann geht die Krake nämlich auch auf uns los. Nee, nee, wir können uns das natürlich cool. auch von hier angucken einfach. Das ist ja wie Silvester. Wenn sich das Feuerwerk von Weitem anguckt. Irgendwie ist das lustig. Ich hätte damit jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Haben die beschworen vielleicht? Nee, ich glaube, du kannst nur das, den Megalodon beschwören. Mhm. Einen Arm haben sie gekillt. Da kommt ein neuer. Cool. Ja, crazy. Crazy verrückt. Wie gut, dass wir da gerade nicht rumgefahren sind. Ja, oder die haben irgendwas krass Wertvolles dabei, was vielleicht jetzt die Krake getriggert hat. Genau, apropos wertvoll, wir haben doch noch die Kiste, ne? Nee, haben wir nicht. Hast du die schon abgegeben? Nee. Die steht hier nicht mehr, oder? Ach nee, doch, hier ist sie noch. Hab sie. Ich liefer die mal schnell ab, bevor ja noch ein Unglück geschieht oder so. Wie viel hat's denn gebracht? 333, immerhin. Das ist die Hälfte von 666. Hm. Ist ja verrückt, ey. Wir werden Zeuge eines Überfalls vom Kraken. Die hauen gerade ab, oder? Die versuchen wegzufahren. So ein bisschen. Könnte natürlich auch sein. Ganz am Anfang beim Kraken wurde man doch immer festgehalten, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Normalerweise müsste sich doch jetzt ein Tentakel auch so um sie drumrum wickeln. Oh, da haben sie noch einen Tentakel weggeschossen. Ist verrückt, das so aus der Entfernung mal zu sehen. Ja, aber echt. Ich versuche gerade das Schaukeln von unserem Schiff auszugleichen. Beim Durchgucken hier.
Weißt du, was mir immer gerade auffällt? Ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, aber die haben das jetzt berücksichtigt, dass der Sound später ankommt, wenn du den Schuss schon gesehen hast von der Kanone. Also wenn die jetzt schießen, dann schlägt der Schuss von der Kugel in dem Kraken ein, bevor du den Ton hörst. Also bevor du den Ton von der Detonation hörst, dass sie abgeschossen wurde überhaupt. Guck mal, die arme Krake. Oh. Oh. Krake ist ganz alleine. Wollen wir mal fahren? Wenn wir ihm Gesellschaft leisten. Nur wenn es mittlerweile eine Truhe gibt. Ja, dann fragen wir ihn doch mal. Wir können ihn ja mal höflich fragen, ob er was hat. Vor allem, da ist jetzt auch ein Sturm genau drüber. Naja. Ich bewaffne mich mal neu. Oh ja, ich brauche auch Muni. Ja, nee, ich nehme die Pistole, ist eigentlich ganz cool. Weil vielleicht nehme ich jetzt... Ich kann mein Messer eigentlich erstmal weglegen. Der verschwindet, glaube ich, schon so langsam. Ein Arm ist weg, zwei Arme sind weg. Nee, die sind alle da. Soll der jetzt nicht auch einen Körper haben? Ist er einen Körper haben? War das nicht irgendwie gesagt worden? Also irgendwer hatte mir das, glaube ich, mal geschrieben, dass er jetzt einen Körper haben soll. Ich wette, der hat keinen Körper. Ohne Witz. Finden wir es raus. Ich mach mal ein bisschen Licht auf dem Boot an und vielleicht hilft's. Als Notsignal? Oh nein! Schwarzes Wasser! Ja, stimmt. Vor allem, wir fahren auch in den Sturm noch mit. Ist andere Musik jetzt? Ja. Musik ist anders. Wir werden auch langsam. Wurden wir jetzt fest angehalten? Ich weiß es nicht. Wir sind langsamer auf jeden Fall. Wir bewegen uns nicht mehr, oder? Bewegen wir uns noch? Ja, doch. Okay, aber ganz, ganz langsam. In Tinte fährt man halt nicht so gut. Die glaub, Tentakel. Er kommt jetzt zu uns. Ja, er kommt jetzt zu uns. Hallo. Warte mal, wir haben doch hier. Ja, ich wollte mal. Ich wollte ausprobieren. Da ist eine Tentakel. Reicht, weil, ne? Ja. Wenn es regnet, dann läuft das Schiff schneller voll. Deswegen sind die anderen bestimmt weggefahren. Das kann sein. So. Jawohl. Ah nein, ich habe keine Kugeln mehr. Scheiße. Wir haben, glaube ich, nicht genug Kugeln für die Aktion. Ach, denkst du? Gottes Willen, ah, er saugt. Boah. Hast du irgendwie das gestoppt? Nee, ne? Nee, ich hab gar nichts gemacht. Das Segel ist auch noch. Wir schwimmen einfach nur hier im Kreis. Wir sind da so ein bisschen am Rand, deswegen kommt er gerade nicht zu uns. Wie erwartet. Na, kommst du zu uns? Oder zu mir. Das war ein echt großer Kraken und du siehst, wie verteilt die Tentakel sind. Stimmt. Jetzt kommen die Tentakel. Oder? Ja, sind sie wieder da. Okay, ein Tentakel ist platt. Ich hab die Musik gerade. Ich hab ja, auch gerade einen. Nice. Oder? Er saugt gleich. Ist verzogen. Einer ist direkt. Glaube ich schon. Ah, er ist. Ja, wir haben ihn, glaube ich, schon, den zweiten. Ich glaube, wir fahren schon wieder raus. Naja, nicht so ganz. Vor uns ist noch ein Tentakel. Links von uns ist auch noch einer. Wie gechillt wir das machen. Ich weiß noch, die erste Begegnung so. Yeah. Oh Gott, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Zwei von uns sind betrunken. Ja, super. Das ist aber auch die Uhrzeit, ey. Ja, ja. Ich meine, wir machen das hier gerade um 2.31 Uhr. Das zeigt so ein bisschen, wie desperate wir sind, das heute noch auszuprobieren. Naja, heute. Oder gestern.
Ich meine, um das zu verhindern, dass wir die ganze Zeit rausfahren, könnten wir eigentlich den Anker hier drin mal gleich machen. Wenn wir uns ihn wirklich stellen wollen. Ja, theoretisch. Aber erstmal müssen wir richtig reinfahren wieder. Erstmal sollte ich vielleicht auch nochmal das Wasser rausholen. Ja, oh, da ist wieder ein Tentakel links. Ja, wir haben nämlich viel Wasser drin. Ja, das ist der Regen. Oder vielleicht sollten wir doch nicht anhalten. Ja eben, das ist so jetzt die Frage, ne? Vielleicht sollten wir doch nicht anhalten. Er ist auf jeden Fall wieder bei uns. Ja. Komm schon. Ich glaube, er saugt gleich. Oh nein, ja, ich fliege. Nein, nein, nein. Nein, nein. Es war da drüben der ne? Ich bin links auf der Seite. Okay. Links hinten. Ja. Ist ich werde auch gesaugt. Ich werde auch gesaugt, glaube ich. Gott, ist das Geräusch ekelhaft. Warte mal, wo bist du? Links hinten? Oh Gott, ich werde jetzt abgetaucht, glaube ich. Oder er verschluckt. Ah, er spuckt dich aus. Was? Er spuckt dich nein! Aus. Ah! Gott, wie viele das sind. Oh mein Gott. Wenn hier jetzt noch Haie sind, bin ich tot. Scheiße. Er hat das Boot umwickelt. Das Wasser ist schwarz und ich muss schwimmen. Hä? Ich kann den Schatten von unserem Boot im Wasser sehen. Ja, weil der hier gerade... es kommt auf mich zu. Ja, das weil ist der ja nett. Zieht es nach unten. Er zieht er es zieht nach unten. Es? Ja, der Tentakel ist hier an Bord. Nein. Komm schon. Guck mal. Ich wurde angeschossen. Mache ich überhaupt Schaden? Ich habe keine Muni mehr. Jetzt. Komm schon. Lass los. Ich schlag halt drauf gerade. Oh nein. Aber... ich weiß nicht, los, oder? Nee, ich weiß nicht, ob das was bringt halt. Das hat sonst auch was gebracht. Wir laufen voll. Ja, kein Wunder. Jetzt hat er losgelassen. Okay. Soll ich runterkommen und helfen? Ich mach das, ich mach schon mal. Einer muss, glaube ich, schöpfen. Alter, wir haben... Was stimmt mit der Anzeige hier nicht? Ich halte rum, reparieren gedrückt, aber dieser Kreis drumherum... Füllt sich nicht? Der füllt sich nicht, nee. Komisch. Das ist ganz komisch. Ich glaube, wir haben gerade alle Hände voll zu tun. Mhm. Alter. Ich kann gerade nicht das Loch streifen. Hast du gerade gesehen, wie hoch die Welle kam gerade? Mhm. Bisschen komisch. Wir haben irgendwie gerade richtig krass Tiefgang, aber irgendwie, wir sind gar nicht so voll. Also, unser Boot. Ja, genau, einfach wieder reinschippen. Ups. Okay, das sieht ganz gut aus. Ich hab mal drauf geschossen. Ach man, Kugeln. Das Geräusch jedes Mal, wenn man den trifft. Warum knurrt es da rechts von uns so komisch? Weiß nicht, keine du? Ahnung. Das macht mir Sorgen. Was? Ja, stimmt. Ich höre es auch. Das ist so ein tiefes Knurren. Ja, ich höre es auch. Die Musik hat sich geändert. Wo ist er hin? Warum sind die Tentakel? Okay, es ist wieder alles gut. Wir waren gerade im Sturm, haben einen Kraken überlebt und waren total entspannt. Hm. Unglaublich. Irgendwas stimmt mit meinem... Ich gucke nach hinten, während ich lenke. Ich kann nicht nach vorne gucken. Warte, ich hab ein Bug? Eulenkopf, glaube ich. Ein Eulenkopf. Jetzt kann ich nach vorne gucken. Eben konnte ich nur nach hinten gucken. Ja, sehr nach gut. Hinten und zur Seite. Sehr merkwürdig. Was aber hier ich alles hab gesehen, passiert. Dass meine Hände normal am Lenkrad-Dings sind, am Steuerrad so. Jetzt ist das spät. Ja, das ist echt spät. Und an dieser Stelle endet wieder diese Folge Sea of Thieves. Wie es weitergeht mit The Hungering Deep und wo wir als nächstes hin müssen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne nochmal in die anderen Folgen rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Sea of Thieves. Bis dann, ciao, ciao.